Demokratinnen, lieben Demokraten, liebe Genossen, liebe Genossinnen, liebe Anarchisten und liebe Anarchistinnen. Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, denn ich war ja kein Kommunist. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen, denn ich war ja kein Gewerkschafter. Und als sie die Sozialdemokraten holten, habe ich geschwiegen, denn ich war auch kein Sozialdemokrat. Aber als sie mich holten, gab es niemanden, der für mich demonstrieren konnte. Das ist ein Zitat von Martin Niemöller, einem konservativen Theologen, der im Rahmen des Kirchenkampfes damals dann unter der Nazi-Herrschaft Opfer geworden ist. Ich möchte jetzt auch gar nicht so weit gehen und irgendwie die CSU oder das PAG irgendwie mit der Nazi-Diktatur gleichsetzen. Das wäre Geschichtsrevisionismus. Das möchte ich nicht. Mir geht es um was anderes. Und es wird euch vielleicht ein bisschen überraschen, weil das jetzt halt von dem Juli kommt, aber mir geht es um Solidarität. Seit etwa 10 Jahren befinden sich unsere Grundrechte unter Dauerbeschuss der Union. Das muss ein Ende haben. Den Startschuss bildete 2008 und 2009 die Vorratsdatenspeicherung und die geplanten Netzsperren von Zensursula von der Leyen. Genau. Sofern es viele von uns betroffen hat, hat sich eigentlich immer irgendwie ein bisschen Widerstand organisiert und das Schlimmste konnte irgendwie abgewendet werden. Aber jetzt halt noch mal kurz zurück zum Thema Solidarität. Wie sah es denn aus, als die Fußballfans in die Gewalttäter-Sportdatei gesteckt wurden und ihre Grundrechte mit den Füßen getreten wurden? Da gab es keine Demonstrationen und es ist eine Salamitaktik, die irgendwie seit 10 Jahren fortgeführt wird von der CSU, von der Union, die massiv gegen unsere Freiheitsrechte, gegen unsere demokratisch-freiheitliche Grundordnung gerichtet ist. Und hier müssen wir gemeinsam dagegen vorgehen. Auch müssen wir uns fragen, ob wir solidarisch genug sind mit den Patienten und Patientinnen mit psychischen Krankheiten. Das Thema geht momentan irgendwie ein bisschen unter, habe ich das Gefühl, aber die sollen alle auch in eine Gefährderdatei gesteckt werden. Das geht überhaupt nicht. Das ist absolut zum Kotzen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es dazu führt, dass die Leute nicht mehr sich in Behandlung begeben werden. Es ist kontraproduktiv für unsere Sicherheit, es ist kontraproduktiv für unsere Freiheit. Das darf nicht sein. Ja, das neue PAG liest sich wie der feuchte und autokratische Traum eines Orban, Erdogan oder Putins. Im Grunde ist es aber nur ein Symptom eines viel größeren Trends der letzten Jahre. In der kompletten westlichen Welt, in der kompletten Europa befinden sich Rechtspopulisten, Rechtsradikale wie die AfD auf dem Vormarsch und solche Leute, die freuen sich doch über so eine Infrastruktur, die die CSU jetzt erschaffen will und wir graben quasi die CSU-Grab wie Martin Niemöller damals im Endeffekt ihr eigenes Grab. Deswegen, um jetzt halt vielleicht auch nochmal den Titus und die Linken abzuholen und quasi in die Rhetorik ein bisschen reinzugehen. 5 einzelne Finger sind wirklich einfach zu brechen. Wenn sich diese 5 Finger allerdings zu einer Faust bilden, können sie etwas bewegen. Lasst uns gemeinsam die Faust der Bürgerrechte sein. Lasst uns die Faust der Demokratie sein. Lasst uns die Faust der Freiheit sein. Vielen Dank.